Recht herzlich willkommen zur 197. Folge von City Skylines. Ja, wir haben letztes Mal die Autobahn hier gebaut, hier zweiter Stück und den Anschluss gemacht, die Straße hier gezogen und ja, jetzt müssen wir schauen, wie wir weiterkommen. Der Stau ist hier bis auf der Autobahn immer noch vorhanden, das ist schlecht. Ja, das gefällt einem ja gar nicht. Jetzt habe ich noch eine Idee. Da die ja sowieso alle dahin wollen, dann können wir mal gerade die Autobahnabfahrt hier noch revolutionieren, ne? Dafür müssen wir das mal machen. Und so, ne? Das ist doch auch mal eine Idee, oder? Vielleicht fährt da mal einer runter. Ja, guck, der erste ist schon weg. Löst sich vielleicht das auf? Weil viele wollen ja gar nicht da hinten lang, sondern hier lang, oder? Also hier gibt es sicherlich auch welche, die hier vorne lang fahren wollen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Abfahrt hier sinnig ist. Guck mal, werden schon mehr. Und der Stau ist auf der Bahn auf jeden Fall weg. Ja. Mal hoffen, dass das was war, oder? Oh, drüben fahren wieder welche drauf. Ja, wäre zu überlegen. Ah, okay, die fahren dann da rum und dann da drauf. Na, können wir so lassen, oder? Hier wird es auch kürzer. Ich glaube, das sieht ganz gut dann aus, oder? Fluss entsteht. Okay, wann ist hier irgendwo, dass die Feuerwehr hier lang will? Sieht man jetzt nicht wirklich, ne? Kann auch was anderes gewesen sein. Lassen wir gerade hier die Klamotten abreißen. Und hier rüber schauen, wie es mit dem Müllhalden aussieht. Die blinken aber alle schön freundlich und es läuft, oder? Das ist alles gut. Wir brauchen noch Wohnraum, wie wir unten sehen. Ja, das ist hier gegeben. Ist alles zu. Letztes Mal hatten wir ja noch so extra Häuser gebaut. Hinten fehlt es an Wasser. Shit, das war verkehrt. Steht aber, dass es warm ist, das Haus. Ist es warm oder ist es nicht warm? Rohre verbessern. Mach es so. Besser ist es. Gut, wieder zurück zur Viertelplanung. Hier haben wir noch ein Industriegebiet. Hier ist nichts. Vielleicht können wir hier noch ein bisschen was machen. Dass wir da noch eine Straße auf jeden Fall reinziehen. Die vierspurig ist. Ja, würde ich sagen, oder? Machen wir erstmal die vierspurige mittig rein. Und die hört hier auf. Oder wie ist das? Warte, wie ist der Anschluss da? Ne, der Anschluss ist da schon so komisch gebaut. Dann lassen wir das da nicht enden, sondern gehen hier hinten hin, oder? Zack. Gut, dann haben wir das erst. Und eine zweispurig bauen wir dann auf die einspurig mit vier schönen Häusern. Ne, da ist schon hier richtig, ne? Gehen wir mal hier raus. So ist das schon ganz gut hier, oder?
gehen wir mal hier links erst lang. Und ja, hier machen wir mal eine Kurve. Haben wir da jetzt gezaubert? Holt hier gerne weiter. Also irgendwie mag mich die Straße jetzt gerade nicht. Okay. Dahin, fertig. Hier ist Einfahrt, dahin ist Ausfahrt, aber ich denke mal, dass wir hier zwei Querverbindungen reinzaubern. So ist das schon besser, denke ich mal. So, das ist okay. Und dann brauchen wir Wasser erstmal. Gut. So, hier sind wir noch auf dem Dingens, alles klar. Ja, dann würde ich sagen, machen wir so. Einfach da so lang. So, das Wasser ist da. Ich finde, verbindet es auch noch da hinten, damit es von beiden Seiten besser klappt. So, Wasser, kein Problem. Strom kommt von alleine. Jetzt müssen wir nur Zuordnung machen. Kommerz möchte gerne was wissen. Also Gebäude haben. Warte mal, das machen wir nochmal weg und das auch. Weil da machen wir mal noch ein paar kleine hin. Und da. Wir machen hier noch die Kurve komplett mit kleinen Gebäuden. Hier gibt es die großen. Stopp, hier machen wir gleich Bürogebäude hin. Diese hier. Weil die müssen wir auch mal haben, ne? Auch wenn das gerade nicht gefordert ist. So, hier. Und dann gehen wir hier mit kleineren weiter. Da nichts mehr, weil da wollte ich noch Kommerz bauen. Da und da. So sieht es ganz gut aus, oder? So, hier nochmal den Kommerz noch dazu schlagen. Das lassen wir weg. Ach so, eigentlich wollte ich hier den Kommerz haben, ne? So, und hier den kleineren. Da noch einen großen. So, das ist schon okay. Hier geht's mit kleinen Häusern noch ein Stück weiter. Na, da wollten wir ja vielleicht Kommerz hinmachen. Ne, das ruhig noch. Wächst der Kommerz irgendwo? Gebäude gibt es auf jeden Fall, ne? Ja. Komm, hier setzen wir nochmal Industrie dazu. Damit die auch noch ein bisschen haben. Passt. Gut, okay. Das lassen wir erstmal so. Schauen uns das Ganze nochmal anders an. Es ist gerade dunkel, ne? Ist jetzt doof. Was macht der Strom? Der wächst da. Okay. Da gibt es auch welchen, hier auch. Dann können die noch dazukommen. Die weiteren Gebäude, ne? Okay, dann ist das ein bisschen mehr. Dann sollen wir nochmal gerade ein bisschen aufbauen zwischendrin. Das ist zum Beispiel weg. Das.
Damit das wieder ein bisschen besser aussieht. Dann kommen auch ein paar Leute mehr dazu. Weil es gar nicht so schlimm ist. Oh, hier hinten fehlt Wasser. Deswegen ziehen die da auch immer alle aus, ne? Dann sind die jetzt aber gleich zufrieden, noch bevor die wegziehen, oder? Ja, sieht so aus, dass das noch geklappt hat. Hier sind keine Auszüge da. Hier wird sogar schon gebaut. Ja, da ist noch eins. Ja, da sind die fehlenden Arbeiter das Problem. Sind wir aber dran im Endeffekt. Wir bauen ja gerade wieder was. Da ist ein Dingens von der Sache schon voll. Den müssen wir ausarbeiten. So. Da ist ein Haus zum Abreißen. Und hier sieht das alles prima aus, ne? Am wenigsten Häuser, die ich abreißen muss. Oh, da habe ich jetzt aus Versehen eins mehr erwischt. Da gibt es ein Wasserproblem. Das ist nicht wahr, da ist ein ganz kleines Stückchen aus. So, jetzt kriegen die auch Wasser. Ein klitzekleiner Pitzel war da. So, das weg. Das weg. Hier gibt es ein Müllproblem, da auch. Hier ist ein Friedhof überlegt. Ne, den will ich gar nicht abreißen. Ich will dahin. Ausbauen. Hier sieht alles gut aus. Da auch. Das ist gerade gut am Laufen, würde ich sagen, oder? Was haben wir denn so Geld? 33.000. Hier ist noch was? Ein Krankenhaus, was aktiviert werden kann? Krankenhaus, komm, dann zack, machen wir das mal an. Das Geld haben wir ja. Da ist noch ein Friedhof, der jetzt deaktiviert ist, oder was? Stopp. Friedhof, ja, den machen wir mal an dann. Ja, lass mal so laufen. Was ist das hier? Die Oper oder was? Ein Expo Center. Kostet uns fast ein Tausender, aber den nehmen wir jetzt mal in Kauf, damit wir ein bisschen Belustigung der Bevölkerung haben. Wie wir gerade gesehen haben, ist das ja gut. Und wie wir hier sehen, haben wir hier ein Müllproblem. So, welches... Ah, das ist natürlich hier ziemlich weit weg. Und da ist auch ziemlich weit weg. Das würde bedeuten, es würde noch Sinn machen, hier irgendwo sowas hinzukriegen, ne? Wo ist denn hier noch eine Möglichkeit? Hier hinten vielleicht. Sollten wir das tun? Ich denke schon. Aber wir haben ja welche, die verschieben wir dann. Dann holen wir hier welche weg und schieben die da hinten hin, ne? Würde ich mal sagen. Hier hinten hatten wir auch schon mal welche, oder? Aber die sind jetzt weg. So, den haben wir da und... Öffnen und einschalten. Läuft. Diese Straße sollte man überlegen, da vielleicht drüber zu bauen. Und hier anzuschließen. Wäre vielleicht nicht ganz so schlecht, ne? Ist denn das eine vierspurige? Mit Straßenrand? Ne, muss wohl eine sechsspurige, diese hier sein. Warte mal.
würde jetzt hier noch so einen Schlenker machen wollen. Und von da aus dann hoch. Darüber. Und dann wieder runter. Und zwar so rüber. Und dann da lang. Gucken, da noch hinzukommen. Da ist irgendwie eine Stromleitung, die im Weg ist. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Ja, das war jetzt doof, ne? Passt. So lassen wir das. Straße gebaut. Dann ist hier auch die Müllhalde besser zu erreichen. Ich glaube, das ist ein geothermisches Kraftwerk da, oder wie ist das? Ja. Dann holen wir noch was rüber von da hinten. Verschieben wir. Dann kommt hier hin. Das ist ja richtig doof jetzt, was hier passiert. So. Hier ging gar keins hin, doof. Gucken wir, ob wir vielleicht noch eins holen. Das ist an. Das ist aus. Das ist hier noch nicht. Jetzt haben wir uns verfahren, oder was? Ne, hier ist es. Ich glaube, wir setzen den mal irgendwo erstmal hier hin, obwohl er auch wenn er hier nicht hin sollte. Irgendwo mal gerade hinbauen. Ne, da ist doof. Kriegen wir den mal jetzt hier irgendwo hin? Nein, ne? Ich hätte gern auch eine Baufunktion, wo ich erst bauen kann und dann. Ne? So, jetzt nochmal dahin und nochmal das Ding gekriegt. Mal gucken. Der geht auf jeden Fall. Aktivieren, einschalten, alles ist gut. Und einen holen wir noch, in der Hoffnung, dass das dahin passt. So. Wo war's? Hier war's. Super, ne? Straße zu kurz. Kann man den nicht zwischenparken, ne? Switchen und dran bauen. Wenn ich ihn bauen will, sagt er, geht nicht. Toll, ne? Jetzt ging's. Aber ich gehe von aus, dass jetzt das der Müllabdeponie da nicht hinpasst.
Marker nicht dahin bauen. Ist doch sowas von doof, oder? So, auf ein neues. Letzter Versuch. Geht nicht. Marker nicht. Supi, oder? Gefälle zu Stahl für eine Mülldeponie. Du glaubst es doch nicht, oder? Dann war's das halt. Muss man das irgendwann anders machen. Und zwar gibt's hier noch eine Dingens. Eine Müllverbrennungsanlage, die wir vielleicht da hinschieben, oder? Lass uns mal gerade gucken, wie der Müllstatus in der Hinsicht ist. Ja, wir können da sowieso noch eine holen. Aber holen, ich glaube, deaktiviert sind nur Mülldeponien, oder? Ja, das ist auch eine. Die Verbrennungsanlagen laufen alle. Dann können wir da definitiv noch eine hinsetzen. Das kriegen wir auch so hin. Ja, schön, ne? Hier geht schon wieder keiner mehr hin wegen der Kurve oder was? Na, machen wir es so. Auch egal. So, die haben wahrscheinlich noch ein Wasserproblem. Passt, fertig, Luft hat sie. So, kann laufen. Strom ergibt sich von alleine, oder? Beziehungsweise ist sogar schon da. Läuft. Gut, dann würde ich sagen, haben wir das auch wieder ein Stück weiter gemacht, damit hier, wo ist Wohngebiet? Wo waren die Häuserschluchten? Hier waren die Müllprobleme, die sind dann jetzt wohl auch nicht mehr vielleicht da. Das haben wir dann besser hingekriegt, oder? Müllverbrennungsanlagen sind auch wieder im Soll. Dann sieht das einigermaßen aus, würde ich sagen, ne? Okay. Es gibt vom Müll her jetzt keine roten Stellen, oder? Doch hier, da müssen wir hier nochmal überlegen, was wir machen, ob wir hier... Ne, da haben wir ja schon diese Ecke, die müssen wir vielleicht nochmal ausbauen. Was das da hinten ist, weiß ich nicht. Was ist da stillgelegt? Müllverbrennungsanlage. Die haben keinen Müll. Okay, sehr interessant. Gut, dann würde ich aber erstmal sagen, soll es für die Runde reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.